mein mittleres Konto in der Arktis gebaut. Also ich, es geht zwar, dass ich mich über Wasser halte mit der Kohle, aber... So geht's gerade vielen, Kevin. So geht's gerade vielen. Gut. Dann finden wir mal das Lager. Mein Luftschiff scheint noch nicht da zu sein. Ist es vielleicht noch unterwegs? Nee. Ist das etwa noch in der alten Welt? Habe ich das vergessen? Ach, scheiße. Nicht gut. Da muss der Älteste kurz warten. Bin übrigens der Meinung, okay, wir sollten mal so einen Piraten ausknipsen. Ja. Und meine Tendenz geht ganz stark zu N. Harlow. Okay, ja. Und du denkst, deine Flotte reicht dafür? Ich denke, wir zusammen haben eine sehr stattliche Flotte, ja. Weiß ich nicht, ob ich das so sehe. Nee? Also. Du hast doch auch eine ganze Latte Kriegsschiffe. Ein paar hab ich da, ja. Pass auf, also. ich schick mal meine Kriegsflotte zu dir mit rüber. Warte, okay. ich muss aber erstmal zusammenziehen. Dann schicke ich sie zu dir. Ah, stimmt, ich habe Stahlträger geholt. Na, ja, warte mal, ich schicke sie gleich zu dir, Kevin. Ich muss kurz was machen. Ja, mach nicht dein Zeug. Und dann entscheiden wir gemeinsam, ob die nicht stark genug ist. So, und da hole ich auch mal mein Kriegsschiff aus der neuen Welt noch mit dazu. Ein Schiff erster Klasse. Was hat denn der schon wieder geiles? Sie sehen, ich bin ganz friedlich. Das ist so eins mit Flammenwerfer, ja, gib mir das. Gib her, ja. Endgeil. Der hat richtig geile Kriegsschiffe im Angebot. Vor allem, die haben richtig geile also so ein richtig geiles Muster. Finde ich mega gut. So, das schicken wir jetzt auch mal mit hoch. Ja, der Dingerich, sagst du. Der Le Fortin. Ja, genau der. Einzige, was er mir verkauft, ist ein Kanonenboot. Was schimmelt denn ihr hier rum? Vor allem... Lol. Wartet mal. Kevin? Ich glaube, we have a situation here. Was haben wir denn? Meine Einwohner haben sich halt allen Ernstes im Sand eingegraben. Das ist ein weirder Art von Protest. Ich bin mir auch nicht sicher, was das Problem hier ist, also. Ich höre mir mal ihre Bedürfnisse an. Bring die guten alten Zeiten zurück. Eine Rätselaufgabe! Wenn ich es selber nicht da, finden und holen sie Miguel. Oh nee. Dieser Journalero macht sich große Sorgen um seinen Enkel Miguel, der nicht nach Hause gekommen ist. Bei ihrer letzten Begegnung hätte er gesagt, er wolle seine verstorbene Großmutter besuchen. Vielleicht ist ein Ort der Trauer der beste Ort, um mit der Suche zu beginnen. Okay, ich glaube, eine Kapelle habe ich hier nur eine. Da. Miguel! Miguel? Miguel! Ich habe ihn! Es ist sehr, sehr gut gemacht. Eine Bogensäge habe ich bekommen. Ach, ihr und eure grünen Items, ne? Dieses Schnulli. Beeinflusst Holzfällerhütten. Produktivität plus 25%. Ach, dafür baue ich noch nicht mal eine Handelskammer. Come on. Muss Messing hierher transportieren. Für fucking Öllampen. Kevin ist so in Love mit der Arktis, Leute. Ich glaub's nicht, ihr ahnt's nicht. Es ist einfach wundervoll. Diese Liebesgeschichte zwischen den beiden ist. Komm schon. Klingt es, glaube ich. Ich mach absolut nicht das, was ich machen wollte, ne?
Ja, das ist mein auch Plan meine... komplett durchkreuzt. Das ist aber auch eins zu eins meine Arktis-Erfahrung, wenn ich ehrlich bin. Was wolltest du denn machen? Na, ich wollte ja in der alten Welt an meinem Layout weiter basteln. Ach so, ja. Das war mein Plan. Das hätte ich gerne gemacht. Dann habe ich festgestellt, dass ich dafür aber Elektrizität brauche. Dann habe ich festgestellt, dass ich kein Öl genügend habe. Dann habe ich festgestellt, dass es sich nicht lohnt, Öl in der neuen Welt anzubauen. Dann habe ich festgestellt, dass ich dafür die Arktis brauche. Wo ich wieder festgestellt habe, dass ich keine Kohle habe. Und naja, gut. The rest is history. Das war eine typische Anno-Erklärung. Ich mache übrigens wieder das gleiche, was ich vorhin gemacht habe, als ich verzweifelt war. Was du denn? Dekorieren? Ja. Aber willst du nicht die Flotte zu mir bringen? Ja, ich muss erstmal warten, bis die alle angekommen sind hier in der... So. Alten Welt. Genau, danke. Kein Problem. Got your back, bro. 15 Minuten wird der ganze Spaß nicht mehr dauern, ne? Welcher Spaß? Dass, bis die Schiffe da sind? Ich denke nicht, nee. Wieso? Jetzt können wir noch einen Schlachtkreuzer bauen. Ja, kannst du ruhig machen, wir müssen ja nicht gleich angreifen, wenn die Flotte da ist. Folgen Sie den Spuren des Ältesten. Ach, da. Auf Kurs! Boah, der hinterlässt aber dicke Spuren. Was habt denn ihr für einen Fettschlauch? Das Ältesten. Manövriere! Fußabdrücke. Warum hat der Älteste seinen Schlitten zurück? Ach so, das war ein Schlitten. Das ist aber mehr als ein paar Fußabdrücke. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Wofür denn? Yay! Hä? Kurs gesetzt! Darüber? Nee. Natürlich habe ich einen Einfluss gewonnen. Ich bin's ja auch. Ach hey, ist der tot? Wer? Der Älteste? Weiß ich nicht. Zu dieser Höhle, um zu raus, ha? Nachdem sie ihn mit Steinen bedeckt haben, sammeln sie die Cranberries. Der ist RIP, Brudi. Ja, sorry, guys. Steuere! Was ist hier? Alter, was? Er steht mit einem riesen Kessel auf der Straße. Was willst Man du denn? Möge mich fotografieren, ah, damit ich die für ein Foto. Äußerst lobenswert. Na ja, dann. Ab dafür. Mit Präzision entwickelt. Baumenü. Wieder nur... Ja gut, das ist jetzt nicht das Schlechteste, aber ich glaube nicht, dass mir das gerade was bringt. Na cool, Meek. Danke dir. Bitte, bitte. Dank der Cranberries wird es uns bald besser gehen. Jetzt muss ich auch noch ein Feuer entfachen. Feuer für den Ältesten zu entzünden. Ja, na klar, mache ich euch noch ein Feuer. Was ist denn für Feuer? Ein Feuer der Wut? Ein Feuer der Liebe? Nee, es ist ein Feuer des Abschieds für den Ältesten. Achso, ja, tschüss, ne? Oh, ich mach mal mein Luftschiff Fuego. Bringst du Neuigkeiten? Ja, ich bring Neuigkeiten. Unsere Gemeinschaft wird das Opfer des Ältesten nicht vergessen. Erwarte neuen Kurs. Ebenso wenig wie ihres. Ich hab gar kein Opfer gebracht, aber danke. Du hast ein gutes Gespür. Beeinflusst Walfängerei, Wartungskosten und Ihr Produktivität. Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Gut, das ist ja tatsächlich mal nützlich, ne? Steuere! Das aber da bräuchte ich ein Quartier oder eine Hafenmeisterei. Jetzt habe ich gerade beides nicht hier. Kann ich das hier bauen? In der Arktis? Es gibt ja keinen so wirklichen Hafenbereich. Doch hier. Kanonenturm, aber es gibt keine Hafenmeisterei. In der Arktis. Naja, keine Ahnung. Expedition erfordert Aufmerksamkeit. In den Seilen. Ein gefährlicher Sturz. Ihre Expedition marschiert über einen Grat im Inneren des Regenwaldes und ist fasziniert von dem schillernden Blau des Le Cortinia de Mesois. Vielleicht ist es die Ablenkung durch den außergewöhnlichen Vogel, der zu dem Fehltritt einer der Männer führt. Plötzlich ist der Boden unter seinen Füßen weg und er fällt ins Nichts. Nur ein Gewirr elastischer Lianen bewahrt ihn vor dem Absturz.
Das Problem ist nur, dass er nun über einer Kluft baumelt und es ein sehr weiter Weg bis nach unten ist. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder runterrufen, mit dem Säbel durchhauen, oder runterrufen, den Knoten lösen. Entscheiden Sie sich. Wir hauen mit dem Säbel durch. Gute Wahl. Es ist ein wahres Lehrstück im Schwertschwingen. Ihr Recke verdreht sich, um die Liane über den rechten Arm zu durchtrennen. Sobald er frei ist, führt er einen Streich gefährlich nah am Hals entlang, wodurch er sich an den Lianen wie von Trapez zum Boden der Kluft hinabschwingen kann. Ganz einfach, ruft er und richtet sich auf. Folgt mir, wenn ihr euch traut. Geheul und Gejubel erschallt von der Galerie, als sich der Rest wie Klammeraffen an den Lianen hinabschwingen. Okay. Genau, zusätzliche Rationen bereitstellen und fortsetzen. Machen wir. Easy life. Doch, wir machen jetzt das. Wir ziehen jetzt in den Krieg. Echt, ja? Hm. Na, das, machen wir das. So, ich glaube, dass wir hart scheitern werden, aber ja. Ist das echt deine Meinung? Na, es sind so viele Schiffe auf der Karte, das musst du dir mal überlegen. Ja, ich glaube, das größte Problem, was wir haben, ist, dass die unsere Handelsschiffe angreifen werden. Also, wollen wir mal. Das ist tatsächlich das, wo ich gerade überhaupt nicht dran gedacht habe, dass es passieren kann. Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Okay, also circa 25 Schiffe hat die. Hm. Ich hab 8. Wie hast du? Ich weiß es nicht, sie sind gerade. Wo sind deine Flotte? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ich hab 10. Naja, da haben wir 18 zu 25. Klar kommen nicht alle auf einmal, das ist logisch. Und klar sind aber unsere auch wahrscheinlich besser ausgestattet, aber. Ja. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, wir müssen es nicht heute machen. Wir können auch noch ein bisschen an unserer militärischen Stärke arbeiten und dann später in den Krieg ziehen. Vor allem halt auf meine gerade mäßig stabile Warenversorgung möchte ich ungern, dass jetzt Handelsrouten drunter leiten. Das ein Harlow ist beeindruckt von ihrem militärischen Fortschritt. Fortune auch. Guck mal. Bei dir auch? Nee, bei mir nicht, aber ich habe vorhin mal geguckt, tatsächlich. Also wirtschaftlich sind wir gleich gerade. Hm? Militärisch bin ich noch ein bisschen vor dir. Ja, das ist, dachte ich mir schon, ja. Aber du hast gerade die 100 Punkte geknackt, was immer das bedeutet. Deswegen sind die wahrscheinlich gerade beeindruckt von dir. Aber ja, wenn ich mir unsere Flotte so angucke, die muss ich nicht verstecken, ne? Ich habe fast keine Dampfmaschinen mehr. Lol. Ja gut, okay, ich verkaufe die auch für alles. Dann muss ich wahrscheinlich jetzt nochmal meine Import-Export-Verträge ein bisschen umsatteln. Ich glaube, Schmuck und Hochräder sind die Sachen, die gerade am meisten kosten. Es ist vielleicht sinnvoller, sich die Rohprodukte zu holen und den Rest selber herzustellen, ne? Ich meine, ich könnte mir zum Beispiel Stahl gönnen dafür. Das wäre doch mal eine Maßnahme. Nee, kann ich nicht, weil da brauche ich noch 4 weitere Exportverträge. Wow, okay. Na gut. Dann lasse ich die erstmal leer, die Exportverträge. Dann ist es jetzt so. Ist ja auch nicht schlecht, sich ein bisschen Puffer zu erarbeiten. Ich nehme erstmal eine Aufgabe wahr.
Machst du richtig, Kevin. Muss auch mal sein. Seid ihr eigentlich fertig? Ach, ihr seid ja schon fertig. Ja, nice. Dann kann ich ja neue Gelehrtenhäuser bauen. Das sagt mir das doch. Nee, Kevin, du musst mir das jetzt nicht erzählen. So, Sekt habe ich den geliefert. Was wollen die hier? Hallo, nerv mich. Oh, ein Rätsel. Ein Foto. Foto ist doch kein Rätsel, Leute. Das passt ja nicht. Wieso passt denn das nicht? Das ist doch schlecht. Foto haben wir gemacht. Kein Problem. Was haben wir hier? Noch eine Aufgabe. Uiuiui, was ist denn jetzt los hier? Schwimmen in Aufgaben. Finden und holen Sie Maria. Ja, wenn man nach Aufgaben sucht, findet man die relativ schnell, ja. Maria gefunden. Glückwunsch, Kevin. Wie geht's dir so? Danke. Ich nee. Die war in der Nähe der Kirche, also. Kannst du jetzt selber ausdenken, ob sie gut oder schlecht ging. Es könnte hier noch großartiger sein. So, Leute, so. Dann gebt mir mal mehr Forschungspunkte, ihr Schnuggis. Immer noch ein Limit von 6000. Ah ja, noch... Ich brauche Stahlträger. Ah, das ist nur 1000 auf Höhe, Alter. Das dauert ja ewig. Ich brauche Stahlträger. Okay. Erstmal Expedition. Oh Gott. Was ist los? Der Ausbruch. Ungerechte Inhaftierung. Während das Schiff in einem Hafen vor Anker liegt, um die Vorräte aufzustocken und den Landwind zu genießen, wird ein Dutzend Matrosen von einer Miliz festgenommen und in das dortige Gefängnis gesperrt. Eine massive Festung, die sich aus den Klippen erhebt und den Hafen beherrscht. Die Begründung für die Festnahme ist obskur, vage und wirr. Aber das Ziel der Miliz ist klar. Sie verlangen die Zahlung einer saftigen Strafe im Tausch für ihre Freiheit der Matrosen. Strafe zahlen. Auf die Festung feuern und die Gefangenen evakuieren und die gefangenen Matrosen weiterfahren. Das heißt, ich kann sie entweder bestechen, Moralverlust eingehen oder mit einer Chance von tatsächlich 80% die angreifen, weil ich ziemlich viel Gefechtskunde hier habe. Na dann, ist eigentlich auf ziemlich die Festung obvious, feuern und die Gefangenen evakuieren, ne? Ein eleganter Gefängnisausbruch. Die Gefangenen haben ihre Reaktion vorausgesehen und ein Laken an den Gitterstäben vor der Fensteröffnung ihrer Zelle befestigt. Eine perfekt gezielte Kanonenkugel reicht aus, die Mauer darum zu zerbrechen. Ihre Matrosen und mehrere andere Gefangene klettern an improvisierten Seilen nach unten, bis das Meer nah genug ist, um zu springen. Sie erreichen das Schiff in dem Augenblick, als es unter den Festungsklippen durchfährt. Ihre Tapferkeit wird gefeiert und die Mannschaft fühlt sich stärker verbunden denn je. Okay. Okay. diese Begeisterung über diesen Sieg, diesen Kantersieg. Ja, ich habe die komplett zerberstet und in der Luft zerschossen und... Auf Ihren Befehl. Naja, weiß schon wie. Ein mittleres Konto unter Arktis gebaut. Also es geht zwar, dass ich mich über Wasser halte mit der Kohle, aber... So geht's gerade vielen, Kevin. So geht's gerade vielen. Ich habe wirklich überall diese arktische Krippe, ne? Ja, so muss das, ne? Also wirklich jedes Haus wird gerade durchgekrippt. Perfekte Idee. So trinken wir einen über den Durst. Saufen. Oh Mann, Kevin.